Herzlich willkommen zum Neumond im Schützen, zum letzten Neumond, der sich in diesem Jahr eignet, der hier ganz am Anfang der dritten Dekade Schütze stattfindet. Liebe Leute, bevor ich gleich auf die Neumond-Themen eingehe, möchte ich erstmal ein Thema ansprechen, das meine Arbeit betrifft, das mein YouTube Kanal betrifft und das auch mit bestimmten Themen der astrologischen Zeitqualität zusammenhängt. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen und hier nicht zu ausführlich zu werden, weil es sich um ein sehr umfangreiches Thema handelt. Ich werde immer mal wieder gefragt, warum ich nicht mehr Videos poste. Und meine Antwort darauf ist, ich bin Astrologin. Ich bin beratende Astrologin. Also ein Großteil meiner Arbeit spielt sich hinter den Kulissen ab. Ich bin keine Influencerin und ich habe auch nicht die Absicht, Influencerin zu werden, denn ich liebe meine Arbeit als Astrologin. Mein Beruf ist meine Berufung. Und man kann nicht Influencerin und Astrologin zugleich sein, denn wenn man Astrologin ist, muss man sich an bestimmte Regeln halten. Zumindest, wenn man seine Arbeit verantwortungsbewusst ausüben will. Und eine der wichtigsten Regeln ist, dass man seine Klienten nicht von sich abhängig macht und dass man auch Grenzen aufzeigt, wenn man merkt, der Klient sucht ein Abhängigkeitsverhältnis. Vor Social Media, also bevor es die sozialen Medien gab, war es so, dass ein Klient einen Astrologen einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder auch dreimal im Jahr aufgesucht hat. Aber zwischen den einzelnen Sitzungen gab es keinen Kontakt zwischen dem Astrologen und dem Klienten und beide haben unabhängig voneinander ihr Leben gelebt. Denn ein Astrologe ist kein Dauercoach oder kein Guru, der irgendwie jeden Tag sagt, was zu tun ist und wo es lang geht. Durch die sozialen Medien leben wir nun in vollkommen anderen Verhältnissen. Und auch wenn die sozialen Medien uns ganz wundervolle neue Möglichkeiten eröffnen, ist es kein Geheimnis, dass die sozialen Medien darauf abzielen, uns alle abhängig zu machen. Wir, diejenigen, die hier die Videos posten, die sogenannten Content Creator, sollen ihr Möglichstes tun, um euch die Zuschauer, die sogenannten User, was ich einen ganz schlimmen Ausdruck finde, so lange wie möglich am Bildschirm zu halten. Da ein Astrologe seine Klienten aber, wie gesagt, nicht von sich abhängig machen darf, befindet man sich als Astrologe in einem gewissen Dilemma, wenn man YouTube nutzt oder wenn man allgemein die sozialen Medien nutzt. Ich habe für mich bisher keine wirklich hundertprozentige Lösung für dieses Dilemma gefunden und deshalb halte ich es so, dass ich im Verhältnis zu den meisten anderen Content-Creatern heutzutage relativ wenig Videos poste. Ich würde mich wirklich total schäbig fühlen, wenn ich hier ständig versuchen würde, euch
in ein Abhängigkeitsverhältnis reinzuziehen, ja, indem ich hier ständig irgendwelche Videos, Texte oder Bilder poste, ja. Und davon abgesehen muss ich natürlich auch meine Prioritäten im Auge behalten, wie wir alle. Und meine Priorität liegt in der Arbeit mit meinen Klienten. Und davon abgesehen habe ich natürlich auch noch ein Privatleben. Das ist, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Thema. Und ich möchte auch jetzt erstmal niemanden unterstellen, dass er oder sie hier mit Absicht versucht, die Leute abhängig zu machen. Es liegt halt auch sehr viel an dem System, das wir nutzen, also sprich die sozialen Medien. Aber es liegt nun mal auch in der Verantwortung des Einzelnen, wie wir diese sozialen Medien nutzen. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein ausführliches Video zu dem Thema machen, aber jetzt kommen wir erstmal zum Neumond. Der Neumond findet, wie gesagt, ganz am Anfang der dritten Dekade Schütze statt. Die Sonne und der Mond verbinden sich auf 20 Grad Schütze und die beiden großen Lichter bilden eine weite Konjunktion zu Mars, dem Energie- und Handlungsplaneten, der sich auf 13 Grad Schütze befindet. Die Sonne, der Mond und Mars im Schützen bilden ein stabilisierendes, unterstützendes Trigon zu Chiron und dem aufsteigenden Mondknoten im Widder. Da der Schütze wie der Widder ein Feuerzeichen ist, verleiht uns der harmonische Fluss zwischen diesen beiden Feuerzeichen mehr Energie. Von daher lohnt sich die Frage, wie wir nun konstruktiv mit dieser Energie umgehen können, damit wir nicht in die schützetypische Rastlosigkeit verfallen oder diese tollen Energien einfach verschwenden. Uranus im Stier bildet einen Quinkungs-, einen Sehnsuchtsaspekt zum Neumond im Schützen. Die Sehnsucht besteht hier darin, dass jetzt ein bestimmter Wunsch oder eine Idee Erdung finden will, also in die konkrete Wirklichkeit gebracht werden will. Da ein Quinkungs-, ein Spannungsaspekt ist und da Merkur auch ausgerechnet zum Neumond im Schützen rückläufig wird, kann es durchaus sein, dass wir hier etwas herum experimentieren müssen, dass gewisse Dinge vielleicht länger dauern, als es geplant war oder dass sie anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Bitte bedenken, ein rückläufiger Merkur stellt immer unsere Geduld auf die Probe. Der Neumond findet im Spannungsaspekt im Quadrat zu Neptun in den Fischen statt. Das Quadrat zwischen dem Neumond im Schützen und Neptun in den Fischen hat hier ein ganz besonderes Gewicht, denn hier gibt es eine ganz direkte Verbindung zur Rückläufigkeitsphase von Merkur. Merkur wird ausgerechnet zum Neumond, also wenige Stunden nach dem Neumond, rückläufig. Als Merkur am 25.11.2023 seinen Schatten auf 22 Grad Schütze betreten hat, bildete er ein Quadrat zu Neptun in den Fischen. Und wenn Merkur am 2.1.2024 wieder direktläufig wird, bildet er auch ein Quadrat zu Neptun in den Fischen.
Ich habe ja schon ein extra Video zum rückläufigen Merkur gemacht. Diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, können es sich gerne anschauen, denn da bespreche ich die Schattenphase, die Rückläufigkeitsphase halt ganz direkt, was ich in diesem Video jetzt nicht nochmal tun werde. Durch die Spannungsaspekte von Neptun sollten wir in diesen Wochen besonders wachsam sein im Hinblick auf Selbst- oder auch Fremdtäuschung. Den neptunischen Täuschungen muss nicht immer eine böse Absicht zugrunde liegen. Ja? Oft hat man hier sehr unrealistische Ansprüche, also sehr überhöhte Idealvorstellungen. Meinetwegen, man wünscht sich eine besonders liebevolle, harmonische Beziehung, in der es nie zu Konflikten kommt, man sich immer einig ist und man sich praktisch ohne Worte versteht. Durch diese unrealistischen Ansprüche könnte man dann dazu neigen, Probleme einfach beiseite zu schieben und alle schwierigen Angelegenheiten unter den Teppich zu kehren. Auf lange Sicht türmen sich diese Probleme aber dann derartig auf, dass es unweigerlich zur Enttäuschung kommt, ja, und so kommt es unter dem Einfluss von Neptun, speziell bei einem Spannungsaspekt, oft zu Täuschungen und Enttäuschung, weil man einem Idealbild hinterherrennt, also weil man selbst meinetwegen einem bestimmten Ideal entsprechen will oder weil man andere Menschen zu sehr idealisiert. Der Neumond im Schützen und auch die Rückläufigkeitsphase von Merkur testen uns darin, inwieweit wir unsere Wünsche, Ideen und Idealvorstellungen mit den Anforderungen unserer Realität in Einklang bringen können. Im Schützen spielen die richtigen Proportionen eine sehr wichtige Rolle. Von daher stehen wir hier vor der Frage, ob wir eher dazu neigen, zu klein oder zu groß zu denken. Also sprich, ob wir dazu neigen, uns zu unterschätzen oder uns zu überschätzen. Merkur bildet hier während seiner Rückläufigkeitsphase nicht nur dreimal den Spannungsaspekt zu Neptun in den Fischen, er bildet auch dreimal harmonische Aspekte zu Jupiter im Stier und zu Saturn in den Fischen. Und wenn Merkur diese harmonischen Aspekte bildet, befindet er sich im erdigen Steinbock. Also im Steinbock wird unser Realitätssinn gestärkt und hier sind wir auf die konkreten Ergebnisse konzentriert. Also hier sind wir nicht daran interessiert, irgendwie riesig zu denken, aber denn irgendwie gar nichts zu schaffen, sondern hier fragen wir uns, was wirklich machbar ist. Und dadurch, dass Merkur hier während seiner Rückläufigkeitsphase auch dreimal die harmonischen Aspekte zu Jupiter und zu Saturn bildet, können in den kommenden Wochen wirklich lang gehegte Wünsche in Erfüllung gehen. Voraussetzung dafür ist eben, dass wir uns im Bereich des Machbaren bewegen und unsere wertvolle Zeit und Energie nicht mit dem Bau von Luftschlössern vergeuden. Die Herausforderung der Spannungsaspekte von Neptun besteht darin, die Luftschlösser vom Machbaren zu unterscheiden. Ja, also wenn wir keine Träume haben, wenn wir keine
Idealvorstellung haben, dann leben wir unser Leben sozusagen auf Sparflamme und wir begnügen uns mit zu wenig. Wenn wir auf der anderen Seite aber überhöhte Ideale anstreben oder sehr unrealistische Wünsche haben, verpassen wir die Chance halt, Erfüllung im Realisierbaren und Erlebbaren zu finden. Im Schützen geht es um unsere persönliche Wahrheit und um die damit verbundene Integrität. Und beides setzt voraus, dass unsere Worte mit unserem Handeln im Einklang sind. Wenn wir ein bestimmtes Thema, das uns sehr wichtig ist, bisher noch nicht angesprochen haben, dann sollten wir uns jetzt fragen, ob es vielleicht einen guten Grund hat, dass wir uns zurückhalten. Also vielleicht brauchen wir noch Zeit, um die Sache wirklich zu durchdenken. Vielleicht müssen wir noch die richtigen Worte finden. Vielleicht wollen wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Vielleicht halten wir uns aber auch aus den falschen Gründen zurück. Und in dem Fall sollten wir uns jetzt einen Ruck geben und die Dinge zur Sprache bringen. Der Schütze ist ein Zentaur, also ein mythisches Mischwesen, das halb Tier und halb Mensch ist. Die obere Körperhälfte eines Zentaurs ist menschlicher Gestalt, und von der Taille abwärts hat er den Körper eines Pferdes. Die Tatsache, dass das letzte Feuerzeichen im Zodiac durch einen Zentaur verkörpert wird, gibt uns wertvolle Hinweise auf die astrologische Bedeutung des Schützen. Der Schütze symbolisiert eine Synthese zwischen den animalischen, instinkthaften, triebhaften Anteilen, über die der Mensch als Säugetier verfügt, und den geistigen Qualitäten, die den Menschen von anderen Säugetieren unterscheiden. Vernunft, Logik, Selbstreflexion, Urteilsvermögen, Selbsterkenntnis, planendes Denken und Vorausschau gehören zu den geistigen Qualitäten, die durch die menschliche Seite des Zentaurs verkörpert werden. Auch Fantasie und kreatives Denken gehören hier zu den menschlichen geistigen Qualitäten, die im Zentaur dargestellt werden. Und die Fantasie kann für uns Menschen ein Fluch oder auch ein Segen sein. Also wir können mit Hilfe unserer Fantasie Neues ersinnen und Neues in die Welt bringen. Wir können aber auch in unserer Fantasie abdriften und uns die schlimmsten Szenarien ausmalen. Oder wir können unsere Fantasie auch zur Weltflucht nutzen. Und dadurch, dass Neptun auch sehr viel mit Fantasie zu tun hat und dadurch, dass Neptun eben diesen Spannungsaspekt, das Quadrat zum Neumond im Schützen bildet, ist es jetzt besonders wichtig, darauf zu achten, wie wir mit unserer Fantasie umgehen. Die geistigen und die animalischen Anteile wollen im Schützen zu einer Einheit werden. Der Schütze symbolisiert das kultivierte Tier, also sprich den Menschen. Denn wir sind, wie gesagt, Säugetiere, was wir allzu oft vergessen. Aber das Tier in uns ist nach wie vor vorhanden. Und jeder, der sich mal mit Tieren beschäftigt hat, weiß, dass Tiere nicht immer so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Also wir können versuchen, ein Tier zu beherrschen. Wir können versuchen,
ein Tier zu dressieren oder wir können versuchen, seinen Willen zu brechen. Die Frage ist, ob wir mit den Resultaten leben wollen, denn die tierische Seite in uns hat nun mal auch sehr viele positive Aspekte, sprich einen guten Instinkt. Also Tiere können sich ja wunderbar mit Hilfe ihres Instinkts durch das Leben navigieren. Auf der anderen Seite hätten wir aber auch sehr viel mehr Probleme, als wir es ohnehin schon haben, wenn wir nur auf unsere tierische Seite hören würden. Und von daher geht es hier, wie gesagt, darum, das innere Tier zwar wirklich wertzuschätzen, es aber eben auch zu kultivieren. Also wenn wir meinetwegen eine starke Abwehr verspüren, dann könnte man sagen, unser inneres Pferd scheut. Nun können wir versuchen, mit Peitschenhieben unser Pferd voranzubringen, oder wir können versuchen, uns auf das Tier einzulassen und wirklich auf das Tier einzugehen und uns dementsprechend in Kooperation mit dem Tier üben. Denn manchmal kann es sein, jeder von uns, der Tiere hat, weiß das, dass ein Tier vor ganz unsinnigen Dingen Angst hat, ja, oder in dem Beispiel scheut, ja. Und in dem Moment kommt uns dann unser Verstand zur Hilfe und wir können unser inneres Tier sozusagen beruhigen, indem wir uns eine bestimmte Situation halt auf der rationalen Ebene verdeutlichen. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass Angst angebracht ist, aber in sehr, sehr vielen Fällen werden wir feststellen, dass Angst eben nicht angebracht ist. Und was die meisten von uns so an Tieren lieben, ist die absolute Authentizität. Also Tiere sind hundertprozentig echt. Tiere spielen uns nie etwas vor. Und auch das ist eine Qualität, die wir von unserem inneren Tier halt durchaus beibehalten können. Und der Schütze als Sternzeichen ist dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und schonungslos die Wahrheit sagt. Und das kann in manchen, einigen wenigen Situationen hilfreich und angebracht sein, aber in vielen Situationen ist es dann eben wichtig, dass wir uns beherrschen, dass wir zwar schon von der Essenz her das sagen, was uns durch den Kopf geht, dass wir es aber filtern, also dass wir unsere Wahrheit sozusagen weicher umhüllen und dementsprechend auch Fingerspitzengefühl aufbringen und diplomatisch sind. Wenn die Schütze-Themen noch nicht integriert wurden, erlebt man den Centaur eben nicht als eine Einheit. Also dann ist man entweder zu sehr mit der unteren Hälfte verbunden oder zu sehr mit der oberen Hälfte verbunden. Also dann ist man, wenn man da zu sehr in der Pferdeseite des Zentaurs lebt, ist man zu triebhaft, man ist zu unbedacht, man ist sehr in der materiellen Welt verhaftet und man verliert sich leicht in fleischlichen Gelüsten, ja. Wenn man allerdings nur die obere Hälfte des Schützen leben will, ja, und die untere Hälfte vernachlässigt, dann schwebt man irgendwo über den Wolken und man verliert sich leicht in spirituellen Konzepten oder
in einer anderen Form von Vergeistigung. Ja? Und von daher ist es eben unsere Aufgabe hier im Schützen, eine Verbindung zwischen diesen beiden Seiten des Zentaurs herzustellen. Und zum Neumond im Schützen können wir uns fragen, ob wir vielleicht manchmal überdomestiziert sind, geradezu wie ein dressiertes Tier sind, oder aber ob wir vielleicht dazu neigen, zu wild, zu ungestüm, zu unüberlegt zu sein und eben zu sehr in dieser fleischlichen, irdischen Welt verhaftet sind und nicht nach etwas Höherem streben, nicht danach streben, das Beste aus uns zu machen, uns eben zu kultivieren. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen über Skype, über Zoom oder über andere Anbieter durch. Ich führe auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Ich erstelle auch Aufnahmen zu Partnerschaftshoroskopen oder zu ganz speziellen astrologischen Themen, die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website. Dort könnt ihr euch ausgiebig über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich einen ausführlichen Artikel zum Neumond im Schützen gepostet habe. Ich werde diesen Artikel hier in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Diejenigen von euch, die in Zukunft automatisch benachrichtigt werden möchten, wenn ich einen neuen Artikel auf meinem Blog poste, können mir gerne ihre E-Mail-Adressen zuschicken. Dann nehme ich euch in meinen Verteiler auf. Wie immer freue ich mich sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen von euch, die gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Neumond im Schützen. Bis bald, ciao!